Willkommen hier zurück bei StarCraft 1. Wir stürzen uns in Mission Nummer 7, The Trump Card, und schauen einfach mal, was da alles passiert. Die Trumpfkarte, Sperrgebiet, Kolonie, Antigua Prime. Und das gleiche Bild wie letztes Mal auch. Commander, unsere Position wurde entdeckt. Vor 2 Stunden erreichte eine große Streitmacht der Konföderation Antigua Prime und errichtete ein Basislager innerhalb unserer Verteidigungslinie. Arcturus Menx beruft eine Versammlung ein. Ich grüße Sie. Ich weiß, dass Sie alle sich Sorgen wegen der konföderierten Streitkräfte machen. Aber zunächst einmal müssen wir eine noch weitaus ernstere Sache besprechen. Wie es scheint, enthielten unsere Datendisks doch keine Entwürfe für neue Waffen. Lieutenant Kerrigan wird die Details erklären. Wie Sie alle wissen, unterhält die Konföderation ein Programm für psychisch begabte Menschen, um diese zu sogenannten Ghosts auszubilden. Die für das Programm verantwortlichen Leute haben nun herausgefunden, dass die Zerg die psychischen Ausstrahlungen dieser Ghosts auffangen können. Die Zerg sind also hinter dir her, Süße? Es wird ja immer besser und besser. Halt die Klappe! Bei der Konföderation wurden unter größter Geheimhaltung zahlreiche Forschungsprojekte zum Thema Ghosts und Zerg vorangetrieben. Was wir gestohlen haben, ist lediglich ein kleines, wenn auch wichtiges Teil des Puzzles. Pläne für einen transplanaren Psi-Wellenform-Emitter. Diese Emitter strahlen den neuralen Fingerabdruck eines Ghosts aus, allerdings mit einer sehr viel höheren Stärke. Diese Dinger können bis zu anderen Welten senden. Die Konföderation benutzte diese Psi-Emitter, um die Zerg in isolierte Auffanggebiete zu locken. Ihre Kolonie Marsara, Commander, war ein solches Gebiet. Was wollen Sie damit sagen? Ich sage damit, dass die Zerg eine von der Konföderation entwickelte Geheimwaffe sind. Ich sage damit, dass die Konföderation sie alle als Teil einer Versuchsreihe für diese Waffen benutzt hat. Genau wie damals vor einer Generation, als Korhal mit Atomwaffen zerstört wurde, um die Vorherrschaft der Konföderation zu sichern, würde die Regierung auch diesmal nicht zögern, mit Hilfe der Zerg alle Rivalen zu vernichten. Nur gäbe es diesmal keinen Aufschrei der Empörung. Wer würde schon vermuten, dass die Aliens eine Kreation der Regierung sind? Man würde sie als Helden feiern, weil sie zur Hilfe geeilt sind und die Zerg zerstört haben. Es ist höchste Zeit, dass die Konföderation für ihre Verbrechen bezahlt. Und ich weiß auch schon wie. Lieutenant Kerrigan wird mitten im Basislager der Konföderierten einen Emitter platzieren. Commander, Sie werden ihr einen Begleitschutz mitgeben. Wenn die Zerg ankommen, werden sie die Blockade für uns durchbrechen. Und wir können fliehen. Los, Leute, wir haben wenig Zeit. Eieiei, da geht's aber mal richtig rund hier. Das ist, klingt interessant. Ich muss sagen, mir gefällt die Geschichte bisher. Finde ich ganz cool. Bringen Sie den Psi-Emitter zur feindlichen Basis. Kerrigan muss überleben. Natürlich, natürlich. Sonst würde es nicht weitergehen. Was die ganze Sache betrifft, Arcturus. Ich finde einfach, niemand verdient es, dass man ihm die Zerg auf den Hals hetzt. Ich weiß, dass die Problematik Sie persönlich berührt. Aber Ihre Vergangenheit darf Ihr Urteilsvermögen nicht trüben. Führen Sie Ihre Befehle aus, Lieutenant. Ja, Sir. Aha, wir haben eine Basis. Mal wieder. Moment, werden wir angegriffen? Och nö, ne? Hallo. Was greifen die mich jetzt hier an hier? Voll albern. Ich glaube, ich kann da nichts gegen machen, zumindest mit den paar Leuten hier. Das wird nichts. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich damals bis zu dieser Mission gespielt habe. Ich erkenne die spontan wieder. Nämlich, wir können hier gleich Panzer bauen. Yay. Und entsprechend hier verschiedene Stellen. Hier wird man, glaube ich, später auch angegriffen. Solche Sachen. Oder dass man dann eine Basis bauen soll oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall, ich erinnere mich an diese Karte. Na, siehst du mal. Na, siehst du mal. Panzer hier. Sag ich doch, wir werden angegriffen. Dann hau ich einfach mal ab. Ich glaube, wir können da sonst nichts gegen machen, gerade mal. Im Prinzip werden wir gerade überall angegriffen. Wir müssen dann entsprechend schauen, dass wir in die Pötte kommen hier. Und ein bisschen eigene Basisgeschichten hier bauen. Deswegen sollte ich da mal mit anfangen. So, hier. Da hau ich mal so 1-2 Stück hiervon hin. Das ist, Marino kann immer noch mehr sein. WBF, na, der hat jetzt, was hat der jetzt genau geladen? Den Transmitter, ne? Die Frage ist jetzt, wie ist die beste Strategie? Einfach hier gucken. Wenn wir sollen ja anscheinend bis hier hinkommen. Aber einfach durchrennen geht auch nicht. Das ist das Problem. Deswegen, wir müssen entsprechend ein bisschen schauen.
Was wir denn machen? Ach, guck mal. Forschungsschiff Terraner. Sehr gut. Die kennen wir auch noch aus dem zweiten Teil. Zumindest aus der Kampagne. Die können Verteidigungsmatrix aktivieren. Was auch immer das heißt. MP-Schockwelle, Forschungsort, Wissenschaftliches Institut und eine Bestrahlung, Forschungsort, Wissenschaftliches Institut. Aha. Wahnsinn. Ich hau hier mal eine Werkstatt. Ich kann da keine Werkstatt ranhauen, weil wir keine entsprechenden Mittel haben. Schade, schade. So, hier das da rein, das da hin. Oh, ihr dürft mal hier bleiben. So, ich bräuchte noch gerne einen WWF. Kann er was bauen hier für uns? Das wird mal total nett. So ein Bunkerchen. Ha? Wäre doch mal was. Machen die auch mal was Sinnvolles hier. So, du darfst auch noch mal mitkommen. Ich brauche hier unten auch noch mal einen Bunker, glaube ich. Ja, so ein bisschen geschützter sind hier. Ich habe immer noch keinen Dingens. Ja, bauen wir halt noch einen Adler. Okay, wir haben zwei Kasernen hier. Das heißt, ich ändere meine Benummerung hier. Ich kann das beides mal hier zur Mitte schicken. Weil das eigentlich vollkommen Wumpe ist, wo das landen wird hier. Wo die Leute sein werden. Gebäude. Bunker. Genau, Bunker. Bunker halt. So, machen wir einfach mal hin. Sie kann sich tarnen und Stopper. Stopper habe ich immer noch nicht so ganz herausgecheckt, was das eigentlich ist. Damit sind bestimmt keine Stoppersocken gemeint, damit man nicht auf Parkett ausrutscht. Oder auf Fliesen. Vermutlich nicht. Ja, machen wir es hier. Kann er denn reparieren hier? Beim zweiten Teil konnten die so ein bisschen reparieren, aber es ist, glaube ich... Der kann verschiedene Sachen machen. Aber wahrscheinlich nicht das, was wir eigentlich wollen. So, ich baue trotzdem nochmal hier Raketenturm. Weiß eigentlich... Na, wenn hier Marines drin sind, dann kriegen die das auch hin. So. Achso, hier ein paar Minen können wir noch gar nicht machen. Schade. Sonst hätte ich da mal ein paar hingeworfen. Hier kann auch noch ein Bunkerchen mehr rein. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich alle brauche, aber es bietet sich gerade mal an. Ne, von daher, bisher... Ach, guck mal. Siehst du mal. Schon gelohnt. Dann mache ich das hier aber auch. Aber ganz dringlichst. So. Marines. Und ein Depot brauche ich. Der darf da auch mal hin. Bis ich Geld für ein Depot habe. Naja, gut, ich mach das so. Boah, jetzt haben wir. Warum stehen die denn hier rum? Achso, die habe ich hier hingeschickt. Natürlich. Oh, dann könnt ihr eigentlich ja hier auch noch in den Bunker rein. Wobei wir unsere Basis, glaube ich, gleich nach unten rechts hier erweitern könnten, wenn wir denn die Panzer da weggehauen haben. Von daher bräuchten wir hier eigentlich gar nicht so viel Verteidigung. Weiß ich nicht. Hier komm, du darfst da ins Gas. Zum Gas holen. Oh, du darfst mal ein Depot bauen. Schubst, Platz haben wir ein bisschen. Es geht schon. Auch nicht so wahnsinnig viel, aber es ist immerhin ein Anfang. Hier sind Leute drin, das ist gut. Da alles hin, hier ist es super. Tja, wo der hin soll, keine Ahnung. Habe ich den da hingebaut, den Raketenturm? Nee, ne? Kann der auch normal arbeiten hier? Nö, der trägt schon was, von daher passt das schon. Der kann ein bisschen arbeiten hier. Versorgungsdepot, macht er da noch ein zweites hin. Das war jetzt schlecht gezielt. Tipp, Forschungsschiffe und Raketengeschütztürme können zur Entdeckung von getarnten Feinden eingesetzt werden. Auch die Scannersuche auf der Kommsat-Station kann zu Aufspüren verwendet werden. Ja, und das ist das Problem hier. Wir müssten doch ein paar Verteidigungstürmchen bauen hier, ein paar Raketentürme. Heißen die so? Die heißen Raketenturm. Sehr gut. Müssen wir doch machen. Sonst wird es ein bisschen uncool. Ich meine, sind überall welche, aber wahrscheinlich nicht genug. Und im Prinzip, naja, im Prinzip würde ich gerne erstmal andere Sachen bauen. Die uns ein wenig mehr Verteidigungskraft bringen. Wenn ein so ein Forschungsschiff haben wir hier, so ein Viech. Ja. Von daher, da müssen wir erstmal mit leben, glaube ich. Nicht genügend Mineralien. Na, Mineralien, so. Bauen, ich meine abbauen.
Wie sieht sie aus? Das ist. Okay, die alle drei können dahin. Da ist voll besetzt. Hier ist das. Da ist er auch so halbwegs. Hier einmal voll, einmal gar nicht. Ah, Grüße, Commander. Was jetzt? Hauptquartier. Na gut. Befehle. Ja, Hauptquartier. Commander? Was soll's sein? Die Spinnenminen wären nochmal eine ganz coole Sache. Von daher, ja. Was haben wir eigentlich? So, hier, bitteschön. Da können wir noch immer nichts für anbauen, weil wir das einfach nicht brauchen. Hier können noch mal ein, zwei Leute mehr rein. Weil, so, das sind schon zu viele. Man sieht das leider nicht, wie viele da drin sind. Beziehungsweise man sieht das halt, wenn die hier rumstehen. Dass es eigentlich sinnvoller ist, da noch mehr Leute stehen zu haben. Solange da draußen gewartet wird, so ernsthaft, ist es zu voll. Das kann man, glaube ich, recht einfach sagen. Wir können ein Waffenlager bauen. Raumportal wäre auch noch mal eine feine Sache. Oder haben wir das schon? Nee, das hatten wir mal. Hier, Upgrades. Und natürlich hier Einheiten. Zusatz ist fertig, sehr gut. Belagerungspanzertechnologie. Jetzt können wir die Panzer bauen. Das ist so schön. Erstmal die. Technologie. Ist eigentlich egal. Eigentlich können wir beides gleichzeitig machen. Da stehen leider keine Zeiten bei, wie lange das dauern wird, bis man die bauen kann. Das ist beim zweiten Teil ja. Ich meine, achtet man auch nicht wirklich ernsthaft drauf in die Mission, wenn man nicht wirklich viel. Versucht, das alles hier zu spielen und alles richtig zu machen. Aber es ist nett, dass man sowas erfährt. Achso, das ist voll. Da rein. Hier noch drei weitere. Voll. Ich muss eben gucken, hier, wo haben wir denn einen WWF? Wie es hier aussieht, der kostet 75 Mineralien. Das ist relativ preiswert, das geht schon. Dafür kann man die halt nicht bewegen, dafür muss man halt schauen, wo man die hinstellt. Ach so, natürlich. GV. Machen wir es so. Benötige weitere Depots. Ist was? Nein, ist es nicht. Benötige weitere Depots. Panzer. Benötige weitere. Ich weiß, Depots. Ich hätte gerne. Okay, das geht aber fix hier mit dem Erforschen. Dann hätte ich gerne Spinnenminen jetzt mal. Weil sie nett sind und freundlich. Und man damit Sachen voll schmeißen kann. Die ganze Gegend. Da brauche ich ja noch mehr von. Nee, ne? Oder? Geht gerade eh nicht so. Du kannst gleich mal weiterlegen hier. Mit dem nächsten Versorgungsdepot. Belagerungspanzer. Panzer, ne? P auch wieder mal schön auf der Tastatur. Schön weit weg von anderen Sachen. Wie den Nummerntasten, die man meist benutzt. Aber was soll's? Was soll's sein? Ja, genau, was soll's sein? Das wollte ich sagen. Forschen kann ich natürlich auch noch mal ein bisschen mehr. Was haben wir denn hier noch an Sachen? Wahrscheinlich nichts. Ich hätte gerne Luftgeschichten. Muss ich ja zugeben. Damit wir schön Panzer ausschalten können. Weil Panzer können halt nicht in die Luft schießen. Akademie kann natürlich auch noch mal hier hingezimmert werden. Dass wir hier unseren kleinen Forschungskomplex haben. Da kann dann auch ein Waffenlager hin. Und natürlich auch ein Raumportal. Forschung abgeschlossen. Und wir werden noch gar nicht angegriffen, das ist erstaunlich. Ich bin wirklich erstaunt. Ist mir ein Vergnügen, Sir. Ja, und hier kannst du dich mal. Oh, ist auch so eine schöne Taste. Kannst du dich mal hinstellen. Oh, das war's. So, Spinnenminen. Was ist noch an? Okay. Da noch. Da eine Mine, da eine Mine. Und da setzen wir auch noch einmal eigentlich vorne hin, damit es besonders schön ist. Wobei die wahrscheinlich von dem Panzer angegriffen wird, oder? Da oben war noch ein Panzer. Bestätigen optischen Empfang. Man kann die leider nicht Dingens dahin schieben. In Warteschleife. Bewegungstechnisch, glaube ich. Ups. Ich weiß gar nicht, ob wir die Panzer wirklich viel brauchen werden. Ich befürchte mal nicht. Aber es ist schön, sie zu haben. So, hier auch nochmal ein paar Minchen hin. Ja, das Problem ist, dass wir eigentlich so überhaupt nichts sehen, was die Gegner hier machen. Das heißt, wir müssen. Hier wissen wir, da ist Verteidigung, aber hier ist auch Verteidigung. Wahrscheinlich hier oben entsprechend auch noch ein bisschen mehr. Das wird noch ein bisschen uncool. Aber so richtig.
Können wir das noch nicht sehen? Dann müssten wir ein bisschen. Okay. Müssten wir dann schauen. Dass wir hier endlich mal einen Anbau kriegen. Ups. Damit wir da ein bisschen die Gegend hier ausspionieren können. Das wäre doch mal ganz nett. So, hier, der kann auch mal hier oben hin. Und einen weiteren können wir auch noch bauen. So, was ich jetzt machen möchte, ist hier erstmal natürlich Kontrollturm. Ist ja schön und gut. Ja, macht er fleißig. Versorgungsdepots werden natürlich auch nochmal der Knaller, also ein paar mehr. Ich brauche dann auch gar nicht mehr WBFs hier, glaube ich. Ich bräuchte höchstens an anderen Stellen Möglichkeiten, dass man da irgendwo hingehen kann. Und achso, hier, also, dass man an anderen Stellen auch noch was mitnehmen kann. Und hier natürlich, noch ein bisschen besser schützen. Die ganzen Krempel. Das wäre mal total nett. Da auch nochmal einen hin. Wobei, da steht schon ein anderer. Hier auch. Machen wir das. Zusatz fertig. Boah, ist auch direkt nebenan, das ist auch Quatsch. Ja, das ist Quatsch. Kann's kaum noch erwarten. Wahnsinn. Gut, machen wir es so. Du darfst dich mal aufbauen hier. Du darfst dich auch mal da oben aufbauen. Da so. Eine Armee haben wir. Zusatz ist fertig, das ist schön und gut. Hier, Raumjäger. Wissenschaftliches Institut haben wir leider nicht. Achso, wir können noch eine Stufe mehr aufforsten, klar. Mhm. Genau das wollte ich sagen. Aufforschen hier, erforschen. Es wäre auch blöd, wenn wir unser Forschungszentrum aufforsten würden. Dann steht da plötzlich nur noch Baumzeug drin herum. Und dann entwickeln wir Äxte. So. Worauf soll ich ballern, Sir? Los geht's. Das ist eine gute Frage. Hier. So ein bisschen Verteidigungskrempel. Habe ich jetzt mal einen Luftzeugs? Nee, habe ich nicht. Wird aber Zeit eigentlich. Wenn ich mit den normalen Sachen hier hingehe, ist das auch blöd. Ich muss hier, das wird mal meine. Achso, das ist schon aufgeladen, sehr gut. Das ist schon gebaut. Ich will mal gucken, ob hier tatsächlich noch Panzer sind. Yep, einer, der aber nicht wirklich effizient hier bereit ist. Hier komm mit dem, dass du mal dahin. Das ist eine nette Sache. Können wir das nämlich einfach weghauen. Oder wir können auch mal schauen, wie es denn hier eigentlich hier hinten aussieht, um den. Natürlich, natürlich. Da, wo wir hin sollen, ist natürlich die Basis. Gut, es wurde auch gesagt, dass wir die Basis betüdeln sollen. Aber trotzdem, warum muss da eine Basis sein? Warum müssen wir uns da. Warum muss die Basis bewacht sein? Okay, das wäre eine schlechte Idee. Wir können nicht mal. Gut, wir hätten einen Marine damit wegbeseitigen können, aber das war es dann auch schon. Aber wenn hier Marines oben stehen, hier kann man hoch. Müssen wir mit ein paar Panzern kommen und dann geht das bestimmt vielleicht. Ja, es ist nett. Achso, wir können die tarnen, natürlich. Hätte ich mal machen sollen. Raumjäger. Upgrade. Ja, Stimpack. Boah, können sie machen, das ist mir eigentlich ziemlich egal. Ich mag das eigentlich nicht so wirklich gut. Ist was? Zielgebiet? So. Ziel identifizieren. Ja, ist ja gut.